vom Islamischen Staat und von den Taliban und können es sich gar nicht erklären. Wie ist es gekommen? Darf ich es Ihnen mal versuchen, kurz zu erklären bei dem Islamischen Staat? Der Islamische Staat ist aus Al-Qaida entstanden. Und wer hat Al-Qaida gegründet? Die USA. In Afghanistan im Kampf gegen die Sowjetunion. Doch, damals. Dass das damit jetzt nichts mehr zu tun hat, geht, das weiß ich doch selbst, Frau Göring-Meckert. Sie sind nicht so viel schlauer. Hören Sie mir mal zu. Ich werde Ihnen sagen, was das Problem ist. Diese Geheimdienste und diese Regierung sind immer oberschlau und gründen etwas und wissen nicht, was letztlich dabei herauskommt. Es war übrigens auch der israelische Geheimdienst, der als Konkurrent zur PLO Hamas gegründet hat. Sehr klug. Voll haben sie in den Glückstopf gegriffen, kann ich nur sagen. Dasselbe gilt auch für Al-Qaida. Wir müssen mit diesen Spielereien in der Welt aufhören. Es wird höchste Zeit. Und jetzt komme ich auf was anderes, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben sich zu dem Bericht über die Folter der CIA in Gefängnissen überhaupt nicht geäußert. Warum nicht? Es ist ein schrecklicher Bericht. Es ist ein furchtbarer Bericht. Es ist entsetzlich, was Menschen antun können. Und Sie äußern sich nicht dazu? Dieses Duckmäusertum geht schon wieder los. Was hätten Sie denn gesagt, wenn es einen solchen Bericht über Russland gegeben hätte? Was hätten Sie gesagt, wenn es einen solchen Bericht über einen afrikanischen Staat gegeben hätte? Sie hätten gerufen nach Sanktionen, nach allem Möglichen bei den USA. Schweigen Sie nur. Geben Sie Ihr Duckmäusertum auf. Wir müssen uns immer gegen Folter stellen, auch in den USA. Und ich sage Ihnen, der Höhepunkt ist, dass die USA sogar die Anti-Folter-Konvention unterschrieben haben und glauben, sich danach nicht richten zu müssen. Ja, und ich sage es auch ganz klar, die USA haben gesagt, es wird keine justizielle Verantwortung geben. Ich hoffe, dass unser Generalbundesanwalt die notwendigen Ermittlungen durchführt. Und das kann dann auch Ergebnisse zeigen. Und wissen Sie, das ist dasselbe wie bei NSA. NSA spioniert uns vollständig auch, macht auch Wirtschaftsspionage. Was machen Sie dagegen? Nichts. Nichts. Ich sage Ihnen, dieses Duckmäusertum gegenüber den USA, auch das ist nicht länger erträglich und stört immer mehr Menschen in Deutschland.